Zombie Apocalypse. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. In diesem Vlog ist zwar mehr ein Unboxing, denn wie ich in einem der vorherigen Videos gesagt habe, wäre es doch ganz geil, wenn ich doch hier drei Monitore hätte. Ich finde das Setup ist ziemlich geil. Das Einzige, was vielleicht noch fehlen würde, ist noch ein zweiten oder noch ein dritten Monitor. Dann wäre es wirklich ein ziemlich geiles Setup. Und die habe ich mir jetzt auch bestellt. Die muss ich jetzt heute auspacken und installieren. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, das ist jetzt mal der erste Monitor, den ich auspacke. Insgesamt drei, zwei stehen noch da drüben. Und hier, das ist, sind dreimal BenQ GW2470, 24 Zoll. Und ja, ist jetzt nicht gerade das teuerste, weil ich auch für drei Monitore jetzt nicht gerade Tausender ausgeben wollte. Und ja, deswegen ein bisschen günstigeres Modell. So, mit dabei war hier die Anleitung und die CD. Was ist denn das für eine CD? User Manual Drivers. Und das ganze Zeug hat hier für den Monitorstand, da nochmal Monitorstand, Schuko-Stecker, Kalkgerätestecker. Dann haben wir hier, was ist denn das? Ist echt schwierig zu erkennen. Ein VGA oder DVID? Keine Ahnung, sehe ich nachher. Dann haben wir hier noch ein standardmäßiges HDMI-Kabel. Hier haben wir den Schweizer Kaltgeräte-Stecker und hier natürlich den Monitor selber. Und das Ganze baue ich jetzt mal zusammen. Jo Leute, es ist vollbracht. Alle drei Monitore stehen und es ist einfach ultra geil. Ich zeige euch jetzt hier mal noch so die Ansicht von mir auf meiner YouTube-Startseite, wie es dann so gerade aussieht. Bin glaube ich sogar ein bisschen zu nah, ihr seht das Ganze gar nicht. Muss vielleicht dann gleich mal von da drüben versuchen, alles drauf zu kriegen. Ich habe jetzt mal meine YouTube-Startseite, also meinen YouTube-Kanal über die ganze drei Bildschirme gezogen und das müsst ihr euch einfach reinziehen. Dann gleich zeige ich euch noch ein paar Games. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf das einfachste Game, das man über drei Monitore spielen, laufen lassen kann, und das wäre Minecraft. Das gute alte Minecraft. Das kann man sehr leicht über drei Monitore. Bei den anderen ist es so ein bisschen ausprobieren. CSGO wird wahrscheinlich nicht gehen. PUBG weiß ich nicht. Aber GTA sollte auch über drei Monitore laufen. Rainbow Six Siege weiß ich auch nicht, aber das kann man alles mal austesten. Mein persönliches Fazit über PUBG, über drei Bildschirme. Lass es mich kurz erklären. Nein, warte. Ich glaube, es gibt nichts zu erklären.
Bei GTA sollte man meiner Meinung nach, sollte es eigentlich auch gehen, habe ich jetzt aber die Funktion nicht gefunden. Und ja, ich zeige jetzt euch nochmal die Monitore und dann sehen wir uns gleich nochmal. Das war's auch schon wieder von diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!